Liebe Freundinnen und Freunde, wo die AfD versucht, sich sichtbar zu machen, muss damit gerechnet werden, dass wir, die demokratischen Kräfte unserer Stadt, darunter auch der Integrationsrat, wachsam sind und Protestaktionen organisieren, um dadurch auf das wahre Gesicht der AfD aufmerksam zu machen. Wir bleiben weiterhin wachsam und sind in der Lage, schnell unsere Kräfte zu bündeln, um damit gegen die AfD zu mobilisieren. Wir organisieren und führen Protestaktionen überall dort durch, wenn es darum geht, gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus entgegenzutreten. Zu uns zugewanderte Menschen zu unterstützen und sich mit ihnen zu solidarisieren. Gegen Brandanschläge zu Flüchtlingsunterbringungseinrichtungen zu protestieren und so weiter. Wir setzen unser gemeinsames Vorgehen auch in Zukunft fort. Wir lassen nicht zu, dass die Rechtsextremisten und Rechtspopulisten vor unseren Augen unvermindert ihre Veranstaltungen durchführen können. Um dem Rechtspopulismus und Rechtsextremismus effektiv entgegenzutreten, müssen alle demokratischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen Zivilcourage zeigen, indem sie sich mit den Argumenten der AfD auseinandersetzen, wie zum Beispiel in Bezug zur Ausgrenzung gegenüber Muslimen wie auch zum Antisemitismus. Von der Meinungsfreiheit hin zum Klimawandel, von der sozialen Marktwirtschaft bis zum Thema des gerechten Steuersystems und so weiter, um das wahre Gesicht der AfD zu entlarven. So können wir Wählerinnen und Wähler, die für die AfD stimmen, Überzeugungsarbeit leisten. Im September findet die Kommunalwahl NRW statt. Wir haben nun die Gelegenheit, den Anteil der Stimmen für die AfD niedrig auffallen zu lassen und sie sogar aus dem Rat der Stadt Münster zu entfernen. Wir halten zusammen und werden erfolgreich sein. Liebe Freundinnen und Freunde, Migrantinnen und Migranten, geflüchtete Menschen, Moscheegemeinden, jüdische Mitbürger, die Migranten-Selbstorganisationen und der Integrationsrat der Stadt Münster stellen den Fokus der rechtsextremistischen Angriffe dar. Rechtsextremisten versuchen bei jeder Gelegenheit, uns zu diffamieren und einzuschüchtern. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die Stadt Münster sich entgegen der Anforderung der AfD entschieden hat, den Integrationsrat weiterhin bestehen zu lassen. Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden weiterhin für die politische Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe kämpfen und uns für das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt einsetzen. Der Integrationsrat war und ist ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.